Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es endlich die Review zu der aktuellen Yankee Candle Herbst Kollektion Farmers Market. Ich hatte mir ja die vier neuen Düfte in Tarteform bestellt und habe die jetzt ausgiebig getestet und habe mir auch ein paar dann noch in Glasform nachgekauft, das zeige ich euch aber dann gleich. Und ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal mit dem ersten Duft. Als erstes habe ich hier den Golden Chestnut getestet und ich habe euch dazu auch mal die Duftbeschreibung rausgesucht. Ich habe wieder hier mein schlaues Bullet Journal und da lese ich euch mal kurz die Duftbeschreibung vor zu dem Golden Chestnut. Ich halte euch das mal hier hin. Ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt, aber ja. Die Top Notes sind Zimt, Orange, Kardamom, Mid Notes geröstete Maronen, Jasmin, Base Notes Zedernholz, Amber und Sandelholz. Und ja, ich finde den Duft super angenehm. Ich finde, man riecht die Orange sehr raus. Natürlich die gerösteten Maronen. Und ich war wirklich lange, lange vorher am Überlegen, ob das was für mich ist, weil ich mag geröstete Maronen nicht essen. Deswegen habe ich lange überlegt, ob das überhaupt ein Duft für mich sein könnte. Aber ja, ich fand den eigentlich echt sehr, sehr angenehm. Der ist sehr warm durch den Amber und Sandelholz, Zedernholz. Das sind alles so warme, holzige Noten. Und ja, irgendwie den Zimt rieche ich auch, aber der dominiert jetzt da nicht so sehr in dem Duft, finde ich. Auch wenn der jetzt ganz bei Top Notes ganz oben gleich als erstes steht. Ja, Jasmin rieche ich da gar nicht wirklich raus. Also was Blumiges hat er für mich überhaupt nicht. Aber ich fand den eigentlich echt super schön, warm, würzig und einen super tollen Duft auf jeden Fall für den Herbst. Als zweites kommt dann der Dried Lavender and Oak. Das ist so, ja, der frische Duft in den, ich sag jetzt mal, in den anderen drei mehr oder weniger Food and Spice Düften, ist der eher so in der Kategorie Fresh. Das war ja auch so ein lila Wachs gewesen, ihr seht es auch am Label. Und ich lese euch nochmal die Duftbeschreibung kurz vor. Weißer, also Top Notes, weißer Pfeffer, Lavendel, Bergamotte. Mid Notes, Beifuß, weiße Blüten, Moos. Base Notes, Vanille, Patchouli und Zedernholz. Und ja, ich muss sagen, der war ganz nett. Er war besser, als ich vorher dachte. Ich bin eigentlich nicht so der Lavendelduft-Fan. Aber der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. So, der war auch intensiv und ja, ich rieche da jetzt keinen weißen Pfeffer oder so. Der riecht für mich wirklich, ja, Lavendel, Bergamotte. Gut, Beifuß weiß ich jetzt tatsächlich nicht, wie das riecht, die Komponente. Weiße Blüten, ja, Moos rieche ich da jetzt auch nicht so wirklich. Es riecht halt wirklich vanillig, ja, vielleicht Patchouli. Ja, rieche ich jetzt auch nicht so doll. Also jetzt nicht so wie in dem reinen Patchouli oder halt jetzt bei Witch's Brew oder so. Zedernholz, okay. Ja, er ist ein ganz netter Duft, der für mich aber definitiv, ja, keine Ahnung, ist bei mir auf Platz 4 von den 4 Düften, sagen wir es mal so. Dann kommen wir zu einem der 4 Düfte, der sehr gehypt ist, und zwar der Cider House. Der ist ja super beliebt bei vielen, habe ich schon gesehen. Und ich muss auch sagen, der ist auch toll. Ich bin ja wirklich kein Apfelfan, so warmer Apfelfan. Ich mag ja zum Beispiel nicht diese Apfelkuchendüfte so gerne, aber der geht ganz gut. Das ist ja auch kein Kuchenduft. Und ich lese euch auch nochmal vor, die Duftbeschreibung. Fuji Apfel, goldener Honig sind die Top Notes, Mid Notes, Zimt, Gewürznelken, Muskatnuss, Base Notes, Sandelholz, Tonkabohne und Vanilleschote. Ja, und ich finde den echt angenehm. Der Fuji-Apfel sagte mir vorher gar nichts. Das scheint ja hier dieser rote Apfel zu sein. Der riecht auch super lecker. Es riecht auch teilweise so ein bisschen nach einem künstlichen Apfel, was mich aber nicht stört, weil ich mag das gerne. Ich mag ja auch gerne diese künstlichen Kirschdüfte und sowas. Goldener Honig, ja. Also das ist wirklich ein sehr, für mich ein sehr gelungener Apfelduft. Ein sehr süßer, weicher Apfelduft. Doch, der geht rundum. Der muss jetzt nicht unbedingt in Herbst, aber für mich, ich finde den echt auch ganz klasse. Gut, jetzt Sandelholz, ja, Vanille definitiv. Auch der Zimt dominiert hier definitiv nicht.
Nö, würde ich nicht sagen. Da ist doch eher die Vanille mehr rauszuriechen. Vielleicht noch die Gewürznelken. Aber ich würde sagen, mehr Apfelvanillig. Und zu guter Letzt, der vierte Duft ist der Sweet Maple Chai. Und das ist ja wirklich ein total unerwartetes Schätzchen für mich. Ich lese euch erstmal die Duftbeschreibung vor. Top Notes: Zimt, Gewürznelken, Mid Notes: geröstete Pekannüsse, Kardamom, Base, Ahorn, Butterkaramell, Zucker. Ach so, und Mid Notes war noch Milchkaffee, genau. Und genauso riecht er auch. Das ist für mich wirklich eine neue Liebe, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich ist das definitiv der schönste der vier Düfte. Ich weiß, dass es nicht vielen so geht, glaube ich. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber für mich ist der definitiv eine neue Liebe. So ein toller Kaffeeduft mit Zimt und Nelken und man riecht das alles raus, so richtig schön herbstlich, schon fast weihnachtlich und oh, ich liebe ja auch Pekannüsse und ja, mit dem Milchkaffee, ich finde den einfach nur klasse und das ist definitiv meine Nummer 1 und ich sag euch jetzt noch mal schnell mein aktuelles Ranking. Ich habe mir das hier mal aufgeschrieben in meinem Bullet Journal. Also Platz 1 definitiv der Sweet Maple Chai. Der hat von mir sogar 5 plus Punkte bekommen, weil der einfach auch so mega intensiv war. Der hat im Tat meine ganze Wohnung bedüftelt. Meine Klamotten, meine Haare, alles riecht danach, wenn ich den anhab. Und ich finde es einfach nur richtig super. Sehr, sehr cool. Auf Platz 2 ist für mich dann der Golden Chestnut, auf Platz 3 der Cider House und auf Platz 4 der Dried Lavender and Oak. Ihr könnt mir gerne mal euer Ranking, eure Favoriten in die Kommentare schreiben, würde ich mich sehr freuen. Und ja, genau, und aus diesem Grund durften bei mir logischerweise daraufhin, wo ich dann fertig war mit Testen, ein großes Glas einziehen von dem Sweet Maple Chai, weil absolut neue Liebe, wirklich sowas von toll. Oh, ich liebe den. Endlich wieder mal ein Kaffeeduft nach Kaffee al Fresco, den ich ja auch schon sehr mochte. Da habe ich auch noch ein Glas davon, komplett neu. Oh, so toll. Und dann mit dem Zimt und ich liebe es. Ich würde es sofort trinken, wenn ich könnte. Ganz, ganz große neue Liebe. Ich bin so froh, dass Yankee Candle endlich mal wieder so einen richtig schönen, würzigen Duft rausgebracht hat, der mir auch echt gut gefällt. Und ja, genau, deswegen durfte der einziehen. Genauso wie der Golden Chestnut im großen Glas. Der ist auch, ich fand den auch super schön. Ich freue mich auch schon, den im Herbst jetzt anzuzünden. Ich finde im Übrigen, das wollte ich schon die ganze Zeit dazu mal sagen, die neuen Label auch wunderschön von Yankee Candle. Was mich so ein bisschen irritiert hat am Anfang, war hier jetzt, dass hier jetzt nicht mehr steht, ob die jetzt Fresh oder Food and Spice oder sowas sind, sondern hier steht jetzt nur noch 1969. Ich war dann erstmal ein bisschen verwirrt, aber da steht drauf, wenn man es jetzt genau liest. Since 1969, was ja heißt, das ist, also steht auch Quality und bla bla. Das ist sozusagen das Qualitätssiegel, das es Yankee Candle seit 1969 gibt. Und das finde ich richtig cool. Genau. So viel dazu. Ich mag das Gold, das mochte ich schon immer sehr gerne. Ja, ich finde die neuen Label eigentlich sehr gelungen. Ich hoffe, dass es dabei bleibt und nie, nie, niemals in Europa diese schmalen Label hierher kommen. Ich finde die ganz schlimm und das ist wirklich eine tolle neue Alternative. Für die neuen Label ist es trotzdem breit, aber nicht ganz so wie vorher, aber trotzdem sehr schön und ja, ich mag die. Das wollte ich nur noch mal sagen. Ich finde auch bei dem Glas, upsa, perfekt, die Färbung super schön. Ich weiß nicht, hier mit dem, das sieht so toll aus. Ich weiß nicht, woran das liegt. Der hat auch hier oben noch mal so einen hellen Fleck. Das stört mich überhaupt nicht. Ich finde, das sieht wunderschön aus. Ich weiß nur nicht, woran es liegt, aber ich finde es toll. Ja, und auch der. Wie gesagt, so ein, ach, das ist so ein intensiv würziger Duft. Wahnsinn. Oh, der riecht so toll auch. Und ja, der musste auch mit einziehen. Und dann durfte noch einziehen im mittleren Glas der Cider House. Weil ich eben auch finde, dass der ganz nett ist mit dem Apfelduft. Der gefällt mir auch ganz gut, aber es ist halt eben nicht so, ist nicht so meins. Also mir hat da jetzt definitiv ein mittleres Glas gereicht. Für mal so ein bisschen schönen Apfelduft, aber ein großes Glas war einfach nicht nötig und ich wollte auch mal so ein mittleres, finde ich auch ganz niedlich. Genau, und deswegen durften die drei in Glasform einziehen. Ja, und von dem Dried Lavender and Oak reicht
reicht mir definitiv in Zukunft. Ich werde mir, würde ich sagen, immer mal einen Tat davon kaufen, gar kein Thema. Also der gefällt mir auch. Der ist halt sehr frisch. Ja, nicht männlich, aber der hatte schon sowas in Richtung, ja, wieder so duschgelig in diese Richtung. Aber das, in Tatform werde ich mir den auch nochmal zulegen, denke ich, aber für ein Glas hat es für mich persönlich einfach nicht gereicht. Ja, ihr Lieben, das war meine kleine kurze Review zu der aktuellen Herbstkollektion Farmers Market. Die anderen Düfte habe ich nicht getestet. Es gibt ja da auch noch wieder welche, die es nur in USA oder eben halt UK gibt. Limited Editions, wie auch immer. Einmal, ich glaube, die Farmstand Festival und die Blackberry Tea. Dann gibt es noch diese, ja, Persimmon and Brown Sugar, glaube ich, heißt die. Und eine mit Kürbis. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Irgendwas mit Parfait, glaube ich. Pumpkin Parfait. Ich weiß es nicht. Das würde mich halt auch arg interessieren, da ich ja Pumpkin-Düfte liebe und Apple Pumpkin Parfait heißt die nicht so? Ich weiß es gerade nicht. Die würde ich gerne mal testen, aber ja, mir ist das im Moment einfach zu teuer oder zu kompliziert, mir die ganzen Kerzen im großen Glas zu bestellen, da es davon oder ich bis jetzt zumindest keine Tarts oder Votive habe bekommen können. Ich weiß nicht, ob es die überhaupt gibt. Es gibt ja immer mal von den Limited Editions nur große Gläser und mir ist das einfach jetzt zu viel, mir die auf gut Glück alle zu bestellen. Ja, deswegen habe ich jetzt nur die Hauptkollektion für Deutschland, die vier offiziellen Düfte getestet und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne eure Meinung dazu da und schreibt mir gerne eure Favoriten unten in die Kommentare und dann ja, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi.